Jetzt vor unserer Kamera Nico Kramm, Verkaufsberater im Autohaus Jonas in Unna. Wir durften hier gerade den Opel Astra L in der elektrischen Version probefahren. Und bei Elektroautos ist das beliebte Thema ja immer wieder die Reichweite. Der Hersteller sagt zu dem Fahrzeug, 398 bis 418 Kilometer sind drin. Was sind Ihre Erfahrungen mit dem elektrischen Astra? Ja, das Erste, was mir erstmal aufgefallen ist, ist, dass er wirklich sehr sparsam ist, muss man sagen. Ich würde sagen, realistisch kommt er immer auf seine 300 Kilometer. Wenn man mal wirklich Gas gibt, dann kann auch mal eine 2 vorne stehen. Aber 300 Kilometer schafft er auf alle Fälle immer. Bei dieser Gelegenheit will ich noch eine kleine Wissenslücke schließen. Ich war ja heute an einem Sommernachmittag unterwegs. Eine Nachtfahrt habe ich also nicht absolviert auf dem aktuellen Astra. Die Scheinwerfer, die sollen aber was ganz Besonderes sein. Ja. Vielleicht mögen Sie einmal erklären, was es damit auf sich hat. Nennen tut sich das Ganze Intellilux Pixellicht. Ist in dem Segment, in dem sich der Astra bewegt, was untere Mittelklasse ist, ist er marktführend. Er hat wirklich pro Scheinwerfer 84 Pixel, mit denen er ein einzelnes Fahrzeug ausblenden kann. Also es ist wirklich in der Nacht, als würde man diese Scheinwerfer die Arme öffnen und man hat dann direkt immer Fernlicht, man sieht immer alles, es ändert auch tatsächlich zwischen Landstraße oder Autobahn und ein einzelnes Auto wird ausgeblendet. Das heißt, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, ist wirklich genau ein Auto ausgeblendet. Das heißt, ich kann also permanent mit Fernlicht fahren und der Gegenverkehr wird nicht geblendet. Das ist der Effekt? Ja, richtig, genau. Ja. Ein weiterer Punkt sind die Sitze. Ich fand sie jetzt bei der Probefahrt recht bequem, aber wenn ich das richtig verstanden habe, spielen die ihre wirkliche Stärke erst auf der Langstrecke aus. Stichwort Aktion gesunder Rücken. Ist das jetzt nur ein Werbeslogan oder was steckt dahinter? Nee, ein Werbeslogan ist es nicht nur. Natürlich ist es ein schönes Aushängeschild, aber die sind natürlich auch zertifiziert. Das heißt, sie haben viele Schritte hinterlegt, wie so ein Sitz auf Langstrecke oder auch auf Kurzstrecke natürlich möglichst bequem sein soll. Was dazu beiträgt, ist zum einen eine Lordosenstütze, wodurch man auf langer Fahrt dann eine Unterstützung im Rücken hat, dass man nicht so absackt und die S-Kurve in der Wirbelsäule schön weiterhin stehen bleibt. Und man kann zum Beispiel eine Oberschenkelauflage verstellen. Und dadurch ist er sehr, sehr bequem. Also ich sitze sehr gut da drin, obwohl ich auch nicht der Kleinste bin. Und das macht wirklich Spaß. Eine Frage noch zum Abschluss und zwar zum Design. Die Scheinwerferpartie vorne, die erinnert irgendwie an ältere Modelle, die ist irgendwie so ein bisschen eckig und dann ist da dieser relativ schlicht gestaltete Grill, sag ich jetzt mal, ohne dass das negativ klingen soll. Das erinnert mich an manches ältere Modell, vielleicht so Richtung Ascona B oder so. Wo ist dieses Design zu verorten und wo geht's hin? Quo vadis Opel? Ja. Es ist retro und neu, muss man sagen. Also das greift den Opel Manta A. Das erste Manta-Modell ist aus den 70ern, den greift er auf. Ja, der hatte im Prinzip, wenn man sich die nebeneinander anschaut, einen sehr, sehr, sehr ähnlichen Visier, so nennt sich das bei Opel, Opel Visor. Sehr, sehr ähnlich. Natürlich hat er nicht die 2 Doppelscheinwerfer. Wäre heutzutage auch fatal. Aber er greift diesen Opel Visor komplett auf. Also jeder Opel hat es heutzutage. Und der, wie man auch einen Opel immer schön erkennen kann, an diesem Opel-Visier. Also neu und alt in einer Verpackung. Genau, ja, so ist es. Okay, gut. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Sehr gerne.